Freunde, es ist nicht nur Sommerzeit, es ist auch Rosenzeit. So, und warum ist die Rose heute so ein schönes Beispiel, um einfach mal das Thema Qualität kurz anzusprechen? Schau, stell dir vor, wir hätten Lust, aus einer solchen Rose ein wunderbares ätherisches Öl zu kreieren. Ein richtig hochwertiges, hundertprozentiges, reines Rosenöl. Was würde dafür notwendig sein? Also, um ein Kilo aus einer solchen Rose zu gewinnen, um ein Kilo Rosenöl zu gewinnen, bräuchten wir 2200 Kilogramm Rosenblütenblätter. Das ist das Rote hier. Nur das Rosenblütenblatt. Also wir brauchen nicht 2200 Rosenblütenblätter, sondern 2200 Kilo Rosenblütenblätter. Wenn du dir das Ganze jetzt mal so in der Dimension vorstellst, wie viel Säcke voll das ausmacht in Form von Rosenblütenblättern, unvorstellbar. So. Und was ist jetzt die große Herausforderung? Schau, stell dir mal vor, du hast erkannt, dass das Thema ätherische Öle so ein richtig geiles Modethema im Moment ist. Seit Mitte der 80er Jahre werden immer mehr Menschen darauf aufmerksam. Nicht nur die Gesundheitsbewussten, sondern auch die Industrie, die Duftindustrie, die Parfümindustrie. Und die sagt sich jetzt, wie kann man am besten von diesem Markt profitieren, dass es auf der einen Seite wenig kostet und auf der anderen Seite großen Ertrag bringt. Ganz einfach. Man bildet einfach einen solchen Rosenduft im Labor nach. Schau, die Rose besteht ungefähr aus 300, 400, vielleicht sogar 500 chemischen Komponenten. Und für den Duft selbst sind nur ganz wenige verantwortlich. Also nimmt man die ganz wenigen, lässt alles andere weg, was der Rose in der Ganzheit eigentlich ihre Bedeutung und ihre unglaublichen unterstützenden Kräfte gibt, lässt das alles weg und reduziert es nur auf den Duft. Und dann kreiert man etwas Synthetisches, was wenige Pfennige kostet und für viel Geld dann irgendwo auf dem Drogeriemarkt oder in dem Markt der Supermärkte letztendlich dann in Form von Deos, in Form von Waschgels, in Form von was auch immer Shampoos bei den Menschen ankommt. Übrigens reine Synthetik. Die Menschen sind voll mit dieser Synthetik. Sie haben überhaupt keine Chance, das Thema Preis zu verstehen, weil es ihnen keiner übersetzt in dieser Sprache. Und deshalb mein Appell auch für dich. Schau das nächste Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, wirklich bewusst hin und frag dich, willst du diese ganze Synthetik tatsächlich im Körper haben und stellst du nicht vielleicht das Duschgel für 1,99 wieder zurück? Also, wenn dir das gefallen hat, wenn du das cool findest, wenn du diese Information magst, gib uns hier deinen Daumen bei YouTube. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal und wenn es dir wichtig ist, gib solche Informationen an andere Menschen weiter, denn ich bin mir ziemlich sicher, die allermeisten Menschen da draußen wissen von all diesen Zusammenhängen nichts. Sie wissen nicht, wie aufwendig es ist, ein reines Rosenöl. Übrigens, unser Rosenöl ist fast immer ausverkauft, weil es Menschen auf dieser Welt gibt, die die allerbeste Qualität wollen. In dem Sinne, euch ein schönes Wochenende und bis bald.